Gibt es einen Gott? Seit Urzeiten stellen wir uns die Frage. Und Atheismus, also der Glauben an kein Gott, ist die unlogischste Schlussfolgerung aus all den Hinweisen, die wir bis jetzt aus der Naturwissenschaft erhalten haben. Zwar gibt es keine Beweise für die Existenz von Gott, aber es gibt sehr viele Hinweise. Und nicht an Gott zu glauben, würde bedeuten, all diese Hinweise zu ignorieren. Nun, was sind diese naturwissenschaftlichen Hinweise, die darauf hindeuten, dass ein Gott, ein Schöpfer existiert? Erstens ist da die Tatsache, dass etwas existiert. Nun, es scheint wohl auf den ersten Blick logisch zu sein, dass etwas existiert, aber allein die Tatsache, dass etwas existiert, nämlich unser Universum, ist ein Hinweis darauf, dass Gott existiert. Zweitens, die unglaubliche Effektivität und Einfachheit und Schönheit der Mathematik. Wenn man sich näher mit der Mathematik beschäftigt, merkt man, dass Mathe eigentlich entdeckt wird und nicht erfunden. Zum Beispiel schaue man sich mal die komplexen Zahlen an und die Fraktale der Mandelbrotmenge, die sich daraus ergeben. Zoomt mal rein in die Fraktale, wird man immer feinere und unendlich verlaufende Muster ergeben. Fast so, als ob Landschaften nicht erfunden werden, sondern tatsächlich entdeckt werden. Die Frage auch, warum Mathematik so unglaublich gut funktioniert und dass komplexe Zusammenhänge so einfach mit Mathematik, mit simplen Formeln erklärt werden kann, deutet darauf hin, dass es eine Art Schöpfercode gibt. Ein Code, der in unserer Realität eingeschrieben ist und der mit unserer Mathematik entdeckt werden kann. Der dritte Hinweis darauf, dass Gott existiert, ist der Big Bang. Der Big Bang, oder auch der Urknall auf Deutsch, ist unsere momentane wissenschaftlich erkannte Hypothese, wie denn das Universum entstanden ist. Alles deutet darauf hin, dass wir tatsächlich eine Art Urknall gehabt haben, das heißt ein Anfang des Universums. Die Frage daraus entsteht, was war vor dem Urknall? Man sagt, dass es eine Singularität gegeben hat, also weder die Existenz von Raum und Zeit. Aber wenn es davor nichts gegeben hat und dann etwas entstanden ist, muss es doch etwas davor gegeben haben und ein Schöpfer tätig gewesen sein, der dieses Universum erst entstehen lassen hat. Auch in der Bibel, in dem Buch Genesis, wird beschrieben, wie Gott die Erde in 7 Tagen erschafft. Nun sollte man diese 7 Tage nicht wörtlich nehmen, sondern als ein Sinnbild, ein Symbol dafür, dass eine Schöpfung stattgefunden hat. Und die Big Bang-Theorie deutet darauf hin, dass wohl eine übernatürliche Macht den natürlichen Raum erst erschaffen hat. Und viertens, die unglaubliche Feinabstimmung unserer physikalischen Konstanten ist ein großer Hinweis darauf, dass eine schöpferische Kraft hinter all dem steht. Die Konstante für Gravitation wäre sie nur im Bruchteil anders, dann gäbe es unser Universum erst gar nicht. Wäre die Gravitation in Atomkernen zu stark, würde alles in sich zusammenfallen. Und wäre sie zu schwach, würden sich Atome erst gar nicht bilden und wir hätten gar nicht erst unser Universum. Dies trifft auch auf die 14 anderen großen physikalischen Konstanten hin, die, wie es scheint, genau fein abgestimmt wurden, damit unser physikalisches Universum erst auch existieren kann. Diese 4 Hinweise deuten darauf hin, dass es wohl eine Intelligenz gegeben hat, die erst alles erschaffen hat. Zu glauben, dass alles per Zufall entstanden ist, dass Evolution zum Beispiel auch nur das Ergebnis von Zufall ist, ist die unlogische Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen können. Wir sehen auf der einen Seite die Mathematik, die uns zeigt, dass wir eine Art Programmierung haben, dass eine Programmsprache in unserem Wirklichkeitscode existiert, und zum anderen sehen wir, dass das Universum geschöpft wurde, es entstanden ist, aus einem Urknall heraus. Aber es gibt noch einen 5. Punkt, der auch viel menschlicher ist, nämlich unser Sinn für Moral. Der Sinn für Moral im Menschen kann man nicht hundertprozentig durch die Evolution erklären. Evolutionsbiologen erklären Moral dadurch, dass wir unsere Nachfahren, unsere biologischen Abkommen schützen möchten. Wir lieben unsere Kinder und unsere Familie, weil es uns wichtig ist, dass unser biologisches Erbgut weitergetragen wird. Aber diese Theorie erklärt viele altruistischen Akte der Güte und der Liebe nicht. Und der Sinn für Moral, für das Gute und Böse, ist ganz stark in den Menschen verankert. Wir haben ein ganz tiefes Verständnis davon, was gut ist und was böse ist. Und es gibt viele Beispiele, viele heldenhafte Aktionen, wo man sieht, dass Menschen über ihren persönlichen Interessen hinaus anderen Menschen helfen, ohne dafür irgendwas zu erwarten oder zu erhoffen. Einfach nur, weil sie es aus Nächstenliebe getan hat. Und das bringt uns auch zum letzten Punkt, nämlich Jesus Christus. Jesus wollte mit seinen Lehren aufzeigen, dass die Nächstenliebe das Wichtigste ist, was wir auf der Erde praktizieren können. Jesus war quasi das Bindeglied zu unserer irdischen Welt und zur göttlichen Welt. Er hatte auch mehrfach betont, dass er auch Gott ist.
Und Gottes Anteile sind in uns. Deswegen haben wir auch so ein tiefes Verständnis für Moral, für was gut und böse ist, für was sich richtig anfühlt und für was sich falsch anfühlt. Zwar konnte ich in diesem Video keinen Gottesbeweis liefern, doch es gibt ganz viele Hinweise und Indizien darauf, dass es einen Schöpfer gibt, der das Universum erschaffen hat und auch die Menschen erschaffen hat. Und dass die Liebe das größte und kostbarste Gut ist, die größte Kraft, die im Universum existiert, denn sie bindet und hält alles zusammen. Und wenn wir als Menschen erkennen, dass wir mehr lieben sollten, statt zu hassen, dann werden wir auch Gott und dem Schöpfer näher kommen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt, bitte abonniert mich. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal.